Nicht der Offenbacher. Ulm. Tor! 2-0 Offenbach. Und links jubeln sie. Schon ein Unentschieden langt den Weißen zur Qualifikation fürs Halbfinale. Jetzt haben sie hier die Nase ganz weit vorne. Und wenn man nach links schaut, alles in Rot und Weiß, genießt dieses Spiel. David Ulm und Mesic, die Torschützen, auch in der Drittligasaison die torgefährlichsten bei Kickers Offenbach. Der Ball war nicht drin. Und Schiedsrichter Marco Fritz hatte beste Sicht und hat vehement angezeigt, der Ball war nicht mit vollem Durchmesser über der Linie. Gut gespielt jetzt von den Offenbachern. Nächste Gelegenheit für Al-Bayrak. Macht sie alle, schießt sie aus der Halle. Der Erstligist wackelt. Und stünde für den Moment sogar ein Tor schlechter da als Arminia Bielefeld. Wenn es so bleibt, dann ist Offenbach sicher durch und das auch sicher als Tabellenerster. Und dann spielen gleich Bielefeld und Frankfurt im letzten Gruppenspiel um den Einzug ins Halbfinale. Nach jetzigem Stand würde dann Bielefeld ein Unentschieden langen. Aber noch ist es ein Weilchen. Jetzt zum Beispiel Konterchance Frankfurt über Russ. Der spielt zu spät. Caio war völlig frei. Konterchance. Und starker Schutz von Pospichil, aber auch Fährmann hat aufgepasst. Sehr richtig die Entscheidung von Schiedsrichter Fritz, jetzt hier gelb zu geben gegen Simon Pospichil. Das war ein taktisches Foul. Er nahm Ochs den Vorteil. Jetzt wieder der junge Marcel Tietz-Rivero, hier unten mit der 36, mit dabei. Hier hat er den Ball, auch ein gebürtiger Frankfurter, genau wie Patrick Ochs, mit dem er da hinten gemeinsam den Zweier-Abwehrblock bildet bei der Eintracht. Das ist Heller, der keine guten Karten hat bei Michael Skibbe. Heller galt als riesiges Talent mit viel Perspektive, als sie ihn damals aus Siegen holten. Aber jetzt bricht wohl sein letztes halbes Jahr an bei Eintracht Frankfurt. Da ist der Co-Trainer Burkamp und neben ihm Andreas Menger, der Torwarttrainer. Wir suchen Michael Skibbe vergeblich. Er ist in der Halle, aber irgendwo da oben auf einem Sitzplatz, um sich das Spektakel von oben anzuschauen. Er hat die Mannschaft gut nach oben geführt. Beste Hinserie der Eintracht seit vielen, vielen Jahren. Wer sucht, der findet. Da ist Michael Skibbe. Und er sieht nichts Gutes von seiner Mannschaft. Er sieht das 3:0 durch Bayer. Und jetzt wird es doch eine Packung, die dem Eintracht-Fan ein bisschen wehtut. Klar kann man verlieren, auch gegen einen Drittligisten. Aber wenn es denn Offenbach ist, tut es schon weh. Und dann so eine Packung. 3:0 für den OFC, der jetzt allerdings den ersten Gegentreffer hinnehmen muss. Es war Marcel Tietz-Rivero. Hat einmal erste Liga geschnuppert in der Hinserie. Für ein paar Minütchen eingewechselt beim 1:1 gegen Hoffenheim. Das Ganze hier unter freundlicher Mithilfe von Torwart Daniel Endres. Aber das sind die fiesen Bälle, die da vorne im kurzen Eck an die Bande knallen. Und von dort aus dann eben gerne mal gegen den Rücken des Torwarts. Der Sieg für Offenbach wohl kaum in Gefahr. Runde Minute,
gute Minute noch zu spielen und 2 Tore Vorsprung gegen die Eintracht. Letzte Spielminute. Caio, gestern bester Schütze bei den Frankfurtern, heute ohne Tor. Toski. Ballverlust, die Konterchance für die Offenbacher. Das war wieder Mesic, der schon einmal getroffen hat. Tja, und die Fans in Rot und Weiß, die sind gut gelaunt. 2 Spiele, 2 Siege. Und Kickers Offenbach steht, das darf man jetzt schon sagen, im Halbfinale als erste Mannschaft bei diesem Turnier. Riesenauftritt des Drittligisten Mesic. Der Ball war im Tor. Das ist sein 2. Turniertor zum 4:1. Und damit ist er, wenn wir denn eine kleine Torjägerliste aufstellen wollen, der Erste, der 2-mal getroffen hat und die in diesem Sinne einsame Nummer 1 in der Torschützenliste. Also, das war mein Auftritt. Offenbach schlägt Eintracht Frankfurt. Feist mit 4:1 in 20 Sekunden gibt's Frankfurter Reaktionen bei...